Kapitel 16 Da kam das Wort Jahwes zu Jehu ben Hanani. Er mußte Bascha ausrichten: Ich habe dich aus dem Staub erhoben und zum Führer meines Volkes Israel gemacht. Aber du bist trotzdem Jerobeams bösem Beispiel gefolgt und hast mein Volk Israel zur Sünde verführt, so daß sie mich durch ihr Sündigen zum Zorn gereizt haben. Pass auf! Jetzt werde ich hinter Bascha und seiner Familie genauso ausfegen, wie ich es hinter Jerobeams Familie getan habe. Wer von ihnen in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen, und wer auf dem freien Feld stirbt, den werden die Vögel fressen. Was es sonst noch von Bascha und seinen Machttaten zu sagen gibt, findet man in der Chronik der Könige Israels. Als er starb, wurde er in Tirza begraben. Sein Sohn Ela wurde sein Nachfolger. Durch den Propheten Jehu ben Hanani war das Wort Jahwes an Bascha und seine Familie ergangen, weil er getan hatte, was Jahwe missfiel, und ihn durch seine Taten, ebenso wie die Familie Jerobeams, zum Zorn reizte, und auch deshalb, weil er Jerobeams Nachkommen erschlagen hatte. Im 26. Regierungsjahr des Königs Asa von Juda wurde Ela ben Bascha König über Israel. Er regierte 2 Jahre lang in Tirza. Dann machte Simri, der Befehlshaber über die Hälfte seiner Streitwagen, eine Verschwörung gegen ihn. Ela hatte gerade im Haus seines Palastvorstehers Arza gezecht und war schon betrunken, als Simri hereinkam und ihn erschlug. Das geschah im 27. Regierungsjahr des Königs Asa von Juda. So wurde Simri Elas Nachfolger. Als er die Macht in den Händen hatte, erschlug er die ganze Familie Baschas. Weder von seinen Verwandten noch von seinen Freunden ließ er einen Wandpisser übrig. So löschte Simri das Haus Baschas aus, wie es Jahwe Bascha durch den Propheten Jehu angekündigt hatte. Das geschah wegen Baschas sündhaften Gottesdiensten und denen seines Sohnes Ela, mit denen sie Israel zur Sünde verführt und den Zorn Jahwes, des Gottes Israels, durch ihre nichtigen Götzen herausgefordert hatten. Was es sonst noch von Ela und seinem Tun zu berichten gibt, findet man in der Chronik der Könige von Israel. Im 27. Regierungsjahr des Königs Asa von Juda wurde Simri für 7 Tage König in Tirza, während das Heer Israels immer noch die Philisterstadt Gibbeton belagerte. Als im Heerlager bekannt wurde, dass Simri eine Verschwörung gemacht und den König erschlagen hatte, riefen die Männer Israels noch am selben Tag ihren Heerführer Omri zum König aus. Omri zog mit dem Heer Israels von Gibbeton nach Tirza und begann die Stadt zu belagern. Als Simri sah, dass die Stadt bezwungen wurde, zog er sich in den Palast des Königshauses zurück. Er ließ das ganze Königshaus über sich anzünden und fand in den Flammen den Tod. Das geschah wegen seiner Sünden und weil er getan hatte, was Jahwe missfiel, indem er dem bösen Beispiel Jerobeams und seinen sündhaften Gottesdiensten folgte, mit denen er Israel zur Sünde verführt hatte. Was es sonst noch von Simri und seiner Verschwörung zu sagen gibt, findet man in der Chronik der Könige von Israel. Damals hielt jedoch nur ein Teil des Volkes Israel zu Omri. Der andere Teil wollte Tibni ben Ginat zum König machen. Doch die Anhänger Omris waren stärker als die von Tibni ben Ginat. So musste Tibni sterben und Omri trat die Herrschaft an.
Im 31. Regierungsjahr des Königs Asa von Juda wurde Omri König über Israel und regierte 12 Jahre, 6 davon in Tirza. Danach kaufte er den Berg von Samaria für 70 Kilogramm Silber und baute darauf eine Stadt. Nach dem früheren Besitzer des Berges, einem Mann namens Schemer, nannte er sie Samaria. Auch Omri tat, was Jahwe missfiel. Er trieb es sogar schlimmer als seine Vorgänger. In allem folgte er dem bösen Beispiel von Jerobeam ben Nebat, der die Israeliten zur Sünde verführt hatte, so daß sie den Zorn Jahwes durch ihre nichtigen Götzen herausforderten. Was es sonst noch über Omris Taten und Erfolge zu sagen gibt, findet man in der Chronik der Könige von Israel. Als Omri starb, wurde er in Samaria begraben, und sein Sohn Ahab trat die Herrschaft an. Im 38. Regierungsjahr des Königs Asa von Juda wurde Ahab ben Omri König über Israel und regierte 22 Jahre in Samaria. Ahab ben Omri trieb es schlimmer als alle seine Vorgänger und tat, was Jahwe missfiel. Nicht genug, dass er an den sündhaften Gottesdiensten von Jerobeam ben Nebat festhielt. Er heiratete auch noch Isebel, eine Tochter des Sidonierkönigs Et-Baal. Er ging sogar so weit, dass er dem Götzen Baal diente und sich vor ihm niederwarf. In Samaria hatte er ein Baalshaus gebaut und errichtete nun noch einen Altar für ihn. Außerdem ließ er eine Aschera aufstellen und tat noch vieles andere, womit er Jahwe, den Gott Israels, schwerer beleidigte als alle Könige Israels vor ihm. In seiner Regierungszeit baute Hiel aus Bethel die Stadt Jericho wieder auf. Als er die Fundamente legte, kostete ihn das seinen ältesten Sohn Abiram. Und als er die Tore einsetzte, kostete ihn das seinen jüngsten Sohn Segub. So erfüllte sich das Wort Jahwes, das er durch Josua ben Nun hatte sagen lassen.